Hi, schönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich zeige euch heute, wie Sie mit Blender eine Textur so in Material ändern können, auch in Textur so ändern können. Also wir beginnen einfach mit einem neuen Projekt, indem Sie einfach auf Datei hier gehen und dann neu Entschuldigung, drücken und dann können wir ein neues Projekt beginnen. Also mit X löschen wir den Würfel und dann haben wir die Möglichkeit, jetzt ein Objekt hier anzufügen, ja, das wir haben können. Also hier auf Mesh haben wir die Möglichkeit, viele andere Sachen anzufügen. Wir können zum Beispiel auch hier einen Ball hinzufügen. Unsere Ball können wir zum Beispiel skalieren, wie wir eigentlich haben wollen. Also Sie sehen schon, wie Sie die Sachen so skalieren können. Also, und wenn Sie fertig mit der Skalierung sind, dann haben Sie die Möglichkeit zum Beispiel in den editierten Modus einfach zu wechseln. Sie können zum Beispiel auch in 3 Modus auch wechseln, um zu gucken, wie es jetzt aussieht. Und Sie haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier ein bisschen, ja, die Sache zufällig einfach zu machen und zum Beispiel nochmal ein bisschen zu skalieren. Also, wenn Sie fertig sind, dann haben Sie die Möglichkeit, nochmal in den editierten Modus zu wechseln und in den Massiv zu wechseln. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel anzufärben in Material, wie Sie schon wissen. Und dieses Mal wollen wir einfach mit Cycles Renderer einfach anfärben. Und wir gehen jetzt, unsere Farbe lassen wir erstmal, wie es ist. Und hier haben wir die Möglichkeit, einfach eine Textur auszusuchen in Material, also Farbetextur. Wir können zum Beispiel diese Prüftextur nehmen. Also wir wechseln jetzt in den Render, damit Sie besser sehen können, was ich jetzt gemacht habe. Also das ist unsere Prüftextur. Sie sehen schon, dass die Oberfläche sich geändert hat. Und anstatt in GeForce zu wechseln, können wir zum Beispiel nochmal hier als Emission machen, damit es ein bisschen heller wird. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nochmal die Stärke hier ein bisschen zu erhöhen, damit Sie besser sehen können oder ein bisschen niedriger zu machen. Sie sehen schon, wie Sie auch ein bisschen die Sache so hin und her verschieben können. Und wenn Sie fertig sind, dann haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel nochmal den Hintergrund zu bearbeiten, wie Sie haben wollen. Also um den Hintergrund zu bearbeiten, müssen wir zum Beispiel erstmal zurück zu unserer Massivaussicht. Und dann haben wir die Möglichkeit, wir markieren erstmal die Stelle, wo wir zum Beispiel eine Fläche hinzufügen wollen. Und hier fügen wir diese Fläche hin. Und dann skalieren wir unsere Fläche, wie Sie schon wissen, damit wir ein bisschen mehr, ja, sehen können. Also wir skalieren noch mal ein bisschen da und wir lassen ein bisschen hier. Und wenn wir fertig sind, dann wechseln wir noch mal in unsere Geränder. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel, ja, etwas als Hintergrund zu nehmen. Also wir können zum Beispiel hier gehen und dann sagen wir Textur einfach, wir nehmen zum Beispiel, wir öffnen ein Bild als Hintergrund. Wir holen das Bild, das wir hier gespeichert haben, zum Beispiel dieses Bild hier öffnen wir als Hintergrundbild und dann sehen Sie schon, das ist unser Hintergrundbild. Und dieses Bild haben Sie auch die Möglichkeit, ein bisschen zu bearbeiten, wie Sie wollen. Und von daher, wenn Sie zum Beispiel das Bild bearbeiten wollen, dann müssen Sie erstmal zurück auf unsere Massivansicht gehen und dann bearbeiten Sie. Und jetzt können wir auch auf unsere Welt gehen und dann sagen wir jetzt, wir wollen zum Beispiel diese Farbe, diese graue Farbe, die Sie hier sehen, zum Beispiel in eine andere Farbe sieht, zum Beispiel in weiße. Wir wollen zum Beispiel eine weiße Farbe da haben und sofort haben wir eine weiße Farbe da. Also so können Sie zum Beispiel im Material eine Textur ändern. Jetzt in dem nächsten Video zeige ich euch, wie Sie zum Beispiel die Textur selbst in Textur ändern können. Bleiben Sie einfach dran.